Hallo zur nächsten Zeugenaussage. In diesem Video übersetze ich euch die Aussage von Officer Melissa Sains, die am 21. Mai 2016 mit ihrem Partner Tyler Haddon in das Penthouse Downtown Los Angeles gerufen wurde. Wie immer fasse ich euch die wichtigsten Punkte ihrer Aussage zusammen und einige Teile werden simultan übersetzt. Officer Sains wurde am 21. Mai 2016 gegen 20.30 Uhr von der Zentrale informiert, dass ein Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen war. Der Notruf traf im gleichen Moment ein, als Johnny das Penthouse verließ. Die Sicherheitskameras des Gebäudes zeichneten auf, dass Johnny und seine beiden Bodyguards den Aufzug um 20.29 Uhr betraten. Nach Angaben von Officer Sains trafen die Beamten um 20.57 Uhr am Eastern Columbia Building ein. Um 21.04 Uhr verließen sie den Aufzug und machten sich auf dem Weg zur Tür des Apartments. Als Hintergrundinformation möchte ich euch mitgeben, dass Ambers Anwälte Fotos in die Beweisaufnahme einbrachten, welche zeigen, dass Rotwein auf dem Gang verschüttet wurde und dass da zerbrochenes Glas lag. Isaac Baruch, der angibt, um 21.30 Uhr mit einem Freund nach Hause zu kommen, hat den verschütteten Rotwein und das Glas auf dem Teppich im Gang beschrieben. Seine Aussage verlinke ich euch in der Beschreibung. Nach den Angaben der Polizistin, die um 21.04 Uhr den Aufzug verließen, sahen sie keinen verschütteten Rotwein, kein zerbrochenes Glas und keine Anzeichen von Vandalismus. Sie beobachteten nur die Anwohnerin, die im Fitnessraum trainierte, von der auch Alejandro Romero in seiner Aussage erzählt. Die beiden Beamten verschafften sich eine kurze Übersicht außerhalb der Penthäuser und verzichteten auf die Befragung der Anwohnerin im Fitnessstudio. Als die Beamten an die Tür von Penthouse Nummer 3 klopften, wurde die Tür von Josh Drew geöffnet. Er erklärte den Beamten, dass Amber zusammen mit seiner Freundin in Penthouse Nummer 1 wären, dem Penthouse, in dem er mit Raquel Penning zusammenwohnte. Er begleitete die Beamten zu Penthouse Nummer 1 und informierte Amber über das Eintreffen der Polizei. Die nachfolgende Interaktion fand zunächst draußen auf dem Gang statt, bevor sie sich dann später in eines der Penthäuser verlagerte. Noch eine Anmerkung, die Zeugenaussage ist eine Videoaufzeichnung vom 31. März 2021. Von dem Moment, als sie den Aufzug verließen, bis sie an die Tür klopften, fiel ihnen da etwas Ungewöhnliches auf? Nein, ich habe nichts dergleichen beobachtet. Haben Sie Spritzer auf dem Boden gesehen? Nicht, dass ich mich erinnern würde. Anzeichen von Vandalismus? Nein. Haben Sie zerbrochenes Glas gesehen? Nein. Wie weit standen Sie entfernt von Miss Hurd draußen auf dem Gang? Zwischen 70 Zentimeter und ca. 2 Meter Entfernung. Fielen Ihnen Verletzungen an Miss Hurd auf? Nein. Haben Sie nach Verletzungen geschaut? Ja, das habe ich. War das Licht auf dem Gang gut genug, um diese Feststellung zu treffen? Ja, der Gang war sehr gut beleuchtet. Trugen Sie Kontaktlinsen? Nein. Wenn Sie keine Kontaktlinsen trugen, wurden Ihnen jemals welche verschrieben? Nein, ich habe niemals eine Brille getragen. Ich habe sehr gute Augen. Welche Fragen haben Sie Miss Hurd gestellt, wenn überhaupt? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist so lange her. Ich erinnere mich nicht an spezielle Fragen. Hat der Mann, der dabei war, Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, dass es häusliche Gewalt gegeben hat? Nein, hatte er nicht. Hat er irgendetwas gesagt, das darauf hindeutet, dass es häusliche Gewalt gab? Nein, hat er nicht.
Sagte er irgendetwas, das darauf hindeutet, dass es ein Verbrechen gab? Nein, das hat er nicht. Haben Sie ihn gefragt, was passiert war? Ja, ich fragte ihn, aber er hat einfach abgelehnt, mir irgendwelche Informationen zu geben. Nachdem Sie feststellten, dass sie keine Verletzung hat, was taten Sie als nächstes? Ich sagte ihr, wir müssten aus Sicherheitsgründen das Penthouse durchsuchen, ob sich noch jemand im Penthouse befindet. Und sie stimmte dem zu, wenn ihr Nachbar uns dabei begleiten würde. Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt Miss Hurd gefragt, was passiert war? Ja, das habe ich. Wie war die Antwort? Es gab keine Antwort. Sie war nicht kooperativ. Officer Sainz, war Miss Hurd kooperativ? Miss Hurd war nicht kooperativ. Wenn Sie sagen, sie sei nicht kooperativ gewesen, bedeutet das, sie hat überhaupt nichts gesagt oder sie sagte, sie will nichts sagen. Sie sagte gar nichts. Also, Sie haben Fragen gestellt und sie hat gar nichts geantwortet. Genau. Was taten Sie dann? Nachdem wir die Sicherheitsdurchsuchung durchgeführt hatten, habe ich sie nochmal gefragt, ob sie mit mir reden möchte und ob sie erzählen möchte, was passiert ist. Ich kann mich nicht mehr genau an die Fragen erinnern, aber ich habe Fragen gestellt, die feststellen sollten, ob es ein Verbrechen gab. Ich fragte sie, wer beteiligt war. Sie wollte mir keine Informationen geben und dann habe ich ihre Freundin gefragt. Ich schickte sogar die beiden Männer nach draußen, damit sich die beiden Frauen sicherer fühlen und sich mit mir privat unterhalten. Und dennoch stritten sie ab, dass es irgendein Verbrechen gegeben hätte und sie weigerten sich, irgendwelche Fragen zu beantworten. Also gab ich ihr eine Visitenkarte und sagte ihr, sie könne jederzeit auf uns zurückkommen und dann würden wir kommen und ihr helfen. Bevor Sie die Penthäuser durchsucht haben, haben Sie sie gefragt, ob sie das dürfen? Ja, das habe ich. Und wie war die Antwort? Ich weiß nicht mehr, ob sie mir geantwortet hat oder ob sie einfach nur mit dem Kopf nickte. Also von dem, was Sie beobachtet oder gehört haben von Miss Hurd, konnten Sie entnehmen, dass sie Ihnen die Erlaubnis gab, das Penthouse zu durchsuchen. Korrekt. War es mehr als ein Penthouse? Es waren zwei. Was bedeutet es, eine Durchsuchung durchzuführen? Wir nennen es eine Sicherheitsdurchsuchung, um sicherzugehen, dass da keine anderen Personen sind oder sich Verdächtige vor uns verstecken, die ein Opfer nochmals attackieren könnten, wenn wir den Ort verlassen haben. Also, um das Opfer zu schützen, machen wir das aus Sicherheitsgründen. Sie haben zwei Penthäuser durchsucht, richtig? Das ist korrekt. Wussten Sie, wer in dem Penthouse Nummer 1 wohnt, das Sie durchsucht haben? Ich habe verstanden, dass das Miss Hurds Zuhause ist. Deswegen kam auch der Gentleman mit uns und der uns herumgeführt hat, damit wir uns da drin nicht verlaufen. Wer hat Sie begleitet, als Sie die Durchsuchung durchgeführt haben? Es war der Mann, der einzige Mann, der da war, neben meinem Partner. Ihr Partner war auch bei der Durchsuchung? Korrekt. Während der Durchsuchung haben Sie in jedes Zimmer gesehen? Meines Wissens nach ja. Ihr Wissen basiert auf den Angaben des Mannes, der Sie herumgeführt hat? Korrekt. Haben Sie etwas gesehen, das auf ein Verbrechen hindeutete? Nein, das habe ich nicht.
Haben Sie während der Durchsuchung etwas gehört, das auf ein Verbrechen hindeutet? Nein, das habe ich nicht. Haben Sie etwas gesehen, das darauf hindeutet, dass es häusliche Gewalt gab? Nein, das habe ich nicht. Haben Sie Amber Heard nach der Durchsuchung nochmal angeschaut? Während der ganzen Untersuchung des Falles, während der Interviews, habe ich sie ständig beobachtet und geschaut, ob ich noch Anzeichen sehe für Verletzungen oder Ähnliches. Eben alles, was auf häusliche Gewalt hindeutet. Und haben Sie solche Anzeichen gesehen? Nein, das habe ich nicht. Glauben Sie, sie hatten genug Zeit, um festzustellen, ob sie Verletzungen hatte? Ja. Außer draußen auf dem Gang, hatten Sie noch weitere Unterhaltungen mit Miss Heard? Ja, das hatte ich im Penthouse. War das vor oder nach der Sicherheitsdurchsuchung? Ich glaube beides, davor und danach. Haben Sie bei der Durchsuchung Durcheinander oder Unordnung bemerkt? Nein, das habe ich nicht. Als Sie das zweite Penthouse durchsucht haben, fiel Ihnen da Durcheinander oder Unordnung auf? Nein. Haben Sie im zweiten Penthouse Anzeichen dafür gesehen, dass es ein Verbrechen gab? Nein, das habe ich nicht. Haben Sie im zweiten Penthouse etwas gehört, das darauf hindeutete, dass es ein Verbrechen gab? Nein, das habe ich nicht. Haben Sie im zweiten Penthouse etwas gesehen, das darauf hindeutete, dass es häusliche Gewalt gab? Nein, das habe ich nicht. Hat Miss Heard in ihrer Untersuchung irgendwelche Fragen beantwortet? Nein, das hat sie nicht. Hat sie, während Sie da waren, irgendwelche Verletzungen erwähnt? Nein, das hat sie nicht. Als Sie da waren, hat irgendjemand irgendetwas gesagt, das darauf hindeutet, dass es ein Verbrechen gab? Nein, keiner sagte etwas. Hatten Sie jemals zuvor von Miss Heard gehört? Nein, niemals. Und Amber Heard? Nein, ich habe niemals zuvor von Amber Heard gehört. Als nächstes werden Officer Sines die Fotos vorgelegt, die Ambers Freundin am Abend des 21. Mai von Ambers Gesicht aufgenommen hat und die als Beweisstücke der Verteidigung in die Beweisaufnahme eingingen. Interessanterweise werden Officer Sines nicht die Fotos des Penthouses und des Flurs gezeigt, um zu bestätigen, ob es tatsächlich dort so ausgesehen hat. Meine Vermutung ist, dass Einsprüche von Ambers Anwälten erfolgreich waren und dies verhindern konnten. Erkennen Sie die Person auf dem Foto? Das ist Amber Heard. Auf beiden Fotos? Ja. Sehen Sie einen Unterschied auf diesen beiden Fotos? Ja, ich sehe einen, die Belichtung ist anders. Sehen Sie einen Unterschied auf diesen Fotos bezüglich der Rötung auf Ihrer Wange? Ja, das tue ich. Die linke Seite, das Foto ist heller. Würden Sie mir zustimmen, dass die Fotos ein und dasselbe sind? Damit meine ich, alles ist identisch, bis auf den Unterschied, den Sie eben benannt haben. Ja. Sehen Sie auf dem Foto ein Datum und einen Zeitstempel? Ja, ich kann das sehen. Und was ist das Datum und der Zeitstempel? Das Datum ist der 21. Mai 2016. Der Zeitstempel ist 21.25 Uhr und 12 Sekunden. Schauen Sie sich bitte das andere Foto an. Können Sie mir den Zeitstempel auf dem anderen Foto sagen? Ja, da steht 21. Mai 2016, 21.25 Uhr und 12 Sekunden. Also beide Fotos haben genau den gleichen Zeitstempel, korrekt?
Korrekt. And even though that's the case, you still believe Aber Sie sehen immer noch den there are some Unterschied der differences beiden between Fotos, the so wie Sie es conditions vorher beschrieben that haben. previously described. Ja. In connection with your investigation, Als Sie am 21. have Mai you 2016 den been Vorfall im influenced Eastern by Columbia anything Building untersucht haben, waren related Sie da to unter Zeitdruck? Russia in any way? Nein. Sie blieben so lange wie nötig, um festzustellen, ob es ein Verbrechen gab? Ja. Hat Miss Hurd Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gebeten, einen Bericht zu schreiben? Nein. Hat Sie irgendjemand anders, den Sie gesehen haben oder mit dem Sie sprachen, gebeten, einen Bericht zu schreiben? Nein. Sahen Sie einen Grund, einen Bericht zu schreiben? Nein. Haben Sie diese Feststellung getroffen anhand des Trainings, das Sie erhielten? Ja. Wenn Sie irgendetwas gesehen hätten, was darauf hingedeutet hätte, dass es häusliche Gewalt gab, hätten Sie dann einen Bericht geschrieben? Ja. Aber Sie schrieben keinen Bericht, korrekt? Ja. Wenn Sie etwas beobachtet hätten, was auf häusliche Gewalt hindeutet, hätten Sie einen Bericht geschrieben, auch wenn Miss Hurd Sie gebeten hätte, keinen Bericht zu schreiben? Ja. Und das ist gemäß dem Training, das Sie erhielten? Ja. Das war die Aussage von Officer Sainz. Wie beurteilt ihr diese Aussage? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr zu dem Prozess erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald.